2023 ist zu Ende, zumindest was unseren Gustl angeht. Die letzten Kilometer sind gefahren, keinen Schaden mehr dazu angerichtet. 2024 geht schadenfrei los, darauf freuen wir uns. Und wir haben noch eine andere gute Botschaft für euch, die kommt aber jetzt, wenn wir da nochmal kurz reingehen. Also, kommt einfach mit rein. Genau. Dann werdet ihr da alles sehen. Ja. Also, nochmal hallo, ihr Lieben. Ja, eigentlich wollten wir uns dieses Jahr gar nicht mehr melden, aber es kommt halt manchmal anders, als man denkt. Genau. Und und wir haben jetzt auch noch einige Sachen am Gustl dann doch nochmal machen müssen. Zum Beispiel richtig entsorgen, Betten abziehen und noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber deswegen sind wir ja hier jetzt gar nicht da, denn es gibt einen ganz anderen Grund. Aber bevor wir den Grund jetzt noch sagen, muss ich jetzt nochmal auf unser letztes Video zurückkommen, auf unseren Rückblick, der bei euch wirklich toll angekommen ist. Und wir haben so liebe Zuschriften davon bekommen. Toll, danke. Das hat uns riesig gefreut. Und ich habe Wir haben ganz viele Daumen gekriegt. Das hat uns noch viel mehr gefreut. Wir hoffen auch, alles beantwortet zu haben und vor allen Dingen auch viele Wünsche zur anstehenden Operation. Vielen Dank dafür. Mhm. Und warum wir jetzt da sind. Halt, ich habe noch... Sie wollen doch eine Ergänzung machen. Ja, genau. Wir haben nämlich Zuschriften bekommen, dass wir bei unserem Rückblick die Buga vergessen haben. Und das hole mal jetzt einfach schnell nach, denn die Buga, die war ja dieses Jahr in Mannheim und es war nämlich auch wirklich ein tolles Erlebnis, was uns wirklich gut gefallen hat. Vor allen Dingen mir, Blumen und Natur, war super toll. Also wir haben zwei Videos gemacht, eins von Mannheim, ja, grasig am Neckar und grasig am Rhein. Und dann haben wir ein zweites Video gemacht, direkt von der Buga, das nicht so gut Anklang gefunden hat, aufrufmäßig. Dabei ist es eigentlich sehr schön und die Buga war auch sehr schön, oder? Ja, für mich, wie ich ja gerade gesagt habe, für mich war die natürlich super toll. Aber es ist ganz nett, gemütlich. Ja. Schau mal, und hier hat es Flamingos. Ui, die müssen wir filmen. Also das wollten wir jetzt nochmal klarstellen. Jawohl. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Ereignis. Wir haben jetzt noch zweimal 14 Karten für die CMT bekommen. Und da sind wir gebeten worden oder gefragt worden, ob wir sie verlosen wollen. Da haben wir gesagt, na klar, machen wir das. Ja. Und zwar stelle ich euch jetzt erstmal zwei Firmen vor, die uns diese Karten überlassen haben, und dann sagen wir die Modalitäten, wie ihr an die Karten rankommen könnt. Ja, also es sind ja nicht 14 Einzelkarten, sondern 7x2. Genau. Erstmal stellen wir die Firmen vor und dann sagen wir euch, wie das mit den Karten funktioniert. Mhm. 10 Freikarten für die CMT 2024 wurden uns von der Firma Remectro GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma Remectro ist ein mittelständischer Metallverarbeitungsbetrieb mit Sitz in Mühlacker. Unter anderem werden hier individuelle Regalsysteme hergestellt, wie sie vor allem in der Wohnmobil-Heckgarage für Ordnung sorgen.
Wir haben unser Regalsystem in der Heckgarage natürlich auch von der Firma Remectro und darüber auch schon in einigen Videos berichtet. Aber die Firma bietet noch viel mehr praktisches Wohnmobilzubehör an. Ein Bild von der Vielfältigkeit könnt ihr euch auf der CMD in Halle 7 Stand F16 machen. Wir werden übrigens an diesem Stand täglich von 13 bis 15 Uhr während der CMD anzutreffen sein. Weitere 4 Freikarten wurden uns von der Firma Karatec GmbH zur Verfügung gestellt. Wir haben die Vielseitigkeit dieser Firma schon auf dem Caravan-Salon in einem Video vorgestellt. Fast kein Wunsch von dieser Firma kann nicht erfüllt werden, wenn es um Elektronik oder Elektrik im Wohnmobil geht. Einzigartig ist die Alarmanlage von Karatec, die wir erst kürzlich in einem Video vorgestellt haben. Die Firma Karatec findet ihr ebenfalls auf der CMD in Halle 7, Stand E13. So, also die Firma Remectro hat uns 10 Karten zur Verfügung gestellt und die Firma Karatec hat uns 4 Karten zur Verfügung gestellt. Und wir machen das ganz einfach mit der Verlosung. Ihr schreibt einfach in die Kommentarzeile rein. Ihr könnt da was Nettes dazu schreiben. Ihr könnt da schreiben, das wäre alles nicht so lange nötig gewesen. Das ist alles euch überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr Hashtag ohne Leerzeichen CMT hinschreibt. Und wenn ihr das hinschreibt, dann wissen wir, ihr wollt 2 Karten haben. Wer nur eine haben will, der kann ja auch reinschreiben, ich brauche nur eine Karte. Und dann machen wir, Einsendeschluss ist, ich sage jetzt mal 2. oder 3. Januar. Nein, das sollte schon der 2. sein. Oder der 1. sogar. Ja, also vermutlich der 2. aber wir werden noch so um den 4. oder 5. Januar dann die Verlosung ausführen. Und wer bis dahin was schreibt, der nimmt da dran teil. Bis zum 2. Januar. Genau. Und wenn am 3. was kommt und wir noch nicht ausgelost haben, das nimmt auch noch dran teil. Naja, Helle ist großzügig. So wollen wir doch das Jahr beginnen, ja, großzügig, ja? Ja, genau. Wie nennt man das dann? Neujahrsfreude oder genau. Irgend sowas. Andere machen Neujahrskonzert und wir machen das ja so. Ja, genau. So. Und wir sind ja auf der CMD. Auch von Anfang bis Ende, das haben wir ja jetzt schon mehrmals kundgetan. Mhm. Wir werden jeden Tag von 13 bis 15 Uhr auf dem Stand von Remectro sein. Und wir sind in Halle 7. Genau. Und alles Weitere kommt dann am 4. oder 5. Januar. Und da kommt nicht nur das, sondern auch, da sagen wir dann auch, wie das neue Jahr noch vor der CMD losgeht. Wir haben nämlich noch 2 Videos, technische Videos vor der CMD, auf die sich die Ursi ganz besonders freut. Wieso 2? Das gibt doch 1. Nein, die Verlosung ist mit Technik. Und ach so. Da stelle ich ja Technik vor. Und dann noch, wenn wir bei Karatec sind und was ausbauen lassen. Ja. Noch vor der CMD. Naja, okay. Technik halt. Technik ist nicht mein Gebiet. Ja, leider. Bin ich ganz alleine. Aber das macht jetzt nichts. Wir machen jetzt an dieser Stelle schon Schluss. Jawohl. Schreibt uns rein in den Kommentar, wenn ihr interessiert seid an den Karten. Das geht per Code, geht es per E-Mail raus nach der Verlosung. Also wenn ihr jetzt eine E-Mail schreibt, das bringt noch nichts. Wir verlosen das ganz anständig vor Publikum. Rechtsweg ist ausgeschlossen, muss ich auch nur dazu sagen. Ach so, ja. Ja, leider muss man das dazu sagen. Und das war's jetzt schon. Ja, genau. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Jawohl, kommt wirklich gut rüber. Und natürlich für nächstes Jahr alles Gute. Und ich drücke Daumen, dass ihr gewinnt. Jawohl. Du sollst nicht lange drücken, du sollst es ziehen. Ja, aber erst mal drücken. Und eine leichte Glücksfee werde ich auch. Eine leichte, schwere Glücksfee. Tschüss, macht's gut. So passt's an.